Wie stark ist meine Immobilie ausgelastet? Wie viel ist die Aussicht wert? Und wie weit ist es beispielsweise zur nächsten Bushaltestelle? Die Datenanalyse von Immobilien kann sehr zeitaufwendig und umfangreich sein, muss sie aber nicht. Das Schweizer PropTech Arcalyze bietet hier eine Datenanalyse an und eine Bewertung für Immobilien. Die Leistungen sind vielfältig. Bisher manuell gemachte Prozesse werden digitalisiert und automatisiert für jede Phase im Immobilienlebenszyklus. Es gibt letztlich drei verschiedene Simulationen. Eine Standortsimulation liefert wichtige Informationsangaben, wie beispielsweise die Distanzen zu den wichtigsten Points of Interest. Eine Aussichtssimulation wiederum liefert Analysen zur Sonneneinstrahlung oder auch eine 3D-Analyse für die Innenräume der Immobilie. Eine Architektursimulation als drittes überprüft Funktionen, Grundrisszusammenhänge, Normenkonformitäten oder auch Standards. Zusammen ergibt sich daraus eine detaillierte Bewertung der Immobilie, die dann auch für Vergleiche innerhalb des eigenen Portfolios genutzt werden kann. Potenzielle Kunden sind Projektentwickler, Asset Manager, Bestandshalter, Architekten oder auch Raumplaner. Mit der Software sollen die Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette einer Immobilie optimiert werden. Die Folge davon: Zeit, Geld und Ressourcen sparen. Außerdem werden die gesamten Informationen zur Immobilie detailliert und quantitativ ausgewertet und das soll dann auch als Argument für die Bewertung der Immobilie im Anschluss helfen. Und das Geschäftsmodell: Arcalyze verkauft Lizenzen für ihre Software als Software-as-a-Service-Modell. Die Firmen können die IT-Infrastruktur und sämtliche Programme nutzen und für diese Nutzung fällt dann logischerweise auch ein Nutzungsentgelt an. Und wie funktioniert jetzt die Technologie? Arcalyze verwendet eigens programmierte Algorithmen, die die Daten zu den Immobilien erweitern und verbessern. Dazu werden die Daten aus den Grundrissen der Immobilien zunächst mal in die Arcalyze eigene Cloud hochgeladen. Und auf Basis eben dieser zusammengetragenen Daten werden dann die entsprechenden Simulationen und Analysen erstellt. Und die Informationen daraus können dann zur Prozessoptimierung verwendet werden. Das führt im besten Fall zu Gewinn. Ein Check ist es auf alle Fälle wert.